Hallo in die Runde, der Bauer aus dem Mark. Ja, das lässt ihn keine Ruhe, ne? Mit diesen beiden Lügnern. Der eine Lügner hat auf seinem Account wieder ihn nachgelegt. Ist ja nicht so, dass man, wenn man schon mal richtig gelogen hat, dann einfach aufhört, ne? Und sich belehren lässt. Nee, das wird nochmal nachgelegt. Zitat. Viele Äußerungen im Umgang mit dem Umgang mit männlichen Kälbern. Meine Intention war es, darauf hinzuweisen, dass viele männliche Kälber jährlich illegal getötet werden. Was soll man davon halten? Der hat nichts dazu gelernt. Riesen Shitstorm und er lernt nicht dazu. Er muss noch ihn nachsitzen. So, jetzt mal, waren es Journalisten, die dabei waren? Also Frau Rakers, denke ich mir, ist eigentlich eine integre Person gewesen. Bis zu der Sendung. Und der andere, den weiß ich nicht, die Lorenzo oder wie der heißt, ist mir auch beinahe wurscht. Als Journalist kann er wohl nicht viel taugen, wenn man da nicht hinterfragt. Deswegen frage ich mal die Frau Rakers ganz ungezwungen, ob sie nicht mal ein paar Landwirte einladen kann, die mit Milchkühen oder mit Bullenmast oder irgendwas zu tun haben, dass solche Aussprüche wie jetzt wieder gefallen sind, dass man da mal hinterfragt. Und die beiden Piesepampe gleich mit eingeladen, dass sie denn sich mal rechtfertigen dürfen. Und wo sie denn ihre Quellen haben, wo sie denn diese geistigen Dünsches her haben. Ja? Denn Recherche kann es ja wohl nicht gewesen sein. Aber naja, so, dann fällt mir ein, wir hatten doch im letzten Jahr einen Regierungswechsel. Ja, und im Dezember hat man dann auch schon Landwirtschaftsminister. Und könnt ihr euch noch an die Antrittsrede erinnern? Nie? Doch, ich noch so ein bisschen grau. Da war doch einer, der hatte gesagt, er ist jetzt der Anwalt der Landwirte. Boah, und wo ist die Anwaltsstimme bei solchen Lügen? Ist das denn nicht durchgedrungen? Oder wer bezahlt die Lügen? Bezahlt auch das Landwirtschaftsministerium solche Sachen? Haben wieder die Finger drin? Ja, so, denn man alle Mitbürger, ihr wisst, seit heute hat China sein erstes Schweinehochhaus mit 26 Stockwerken in Betrieb genommen. Also, wir schaffen hier lustig die Landwirtschaft ab, weil wir ja hier eine grüne Oase in ganz Europa werden wollen. Und von da kommt nachher euer Schweinefleisch. Aber denkt nicht, dass ihr da noch Kontrolle habt, wie sich das da mit Medikamenten verhält oder überhaupt mit Haltung oder mit Frischluft oder so. Weil Frischluft meinte ja dieser andere Piesepampel da, der das Buch da vermarkten wollte, dass Frischluft ja reicht, wenn man ein Fenster aufmacht. Dann hat man Außenklima. Solche Lügen werden halt verbreitet. In der Sendung von einem öffentlich-rechtlichen Sender. So. Denn habe ich gestern, ja, war gestern Abend, hat mir da einer so eine Nachricht zugeschickt. Und da war unten so ein Laufband zu sehen, Nachrichtenband. Deutsche Bank beteiligt am Abrodung des Urwaldes mit 500 Millionen von 2016 bis 2022. Ja, und wo ist der Aufschrei der Klimakleber? Setzt euch doch vor die Deutsche Bank und demonstriert doch mal, klebt euch an einer Klinke fest. Oder? Ah, nee, haben ja keine Klinke, eine Drehtür. Ihr wisst ja nicht, wie er rinkommt, oder? Oh Mann, alle so eine Lügen und alle so eine Machenschaften, die wir ausbaden müssen. Wir, die eigentlich nur gute Produkte für euch herstellen wollen, aber anscheinend ist der Aufschrei nur irgendwo verhallt und die Bürgerschaft ringsrum nimmt es ja nicht für voll. Na gut, die haben jetzt andere Sorgen, weil ja der Minister für Klima heute gerade festgestellt hat, dass er ja nicht den Gashahn zugedreht hat, sondern Putin war der Böse. Die haben jetzt alle Schwierigkeiten, die Hütte warm zu kriegen. Also hier in der Politik ist irgendwas faul. Und solange wir die Leute da auf dem Sofa sitzen, noch warm haben und noch was zu essen haben, kann es denen noch nicht schlecht gehen. Die werden erst merken, wenn wir Landwirte nicht mehr da sind und durch solche Phrasen wie die Typen da bei 3 nach 9 in die Luft gehauen haben. Denn wenn wir dann alle weg sind, dann könnt ihr entscheiden, wo euer Rindfleisch herkommt und wo euer Schweinefleisch herkommt. Ja, aus dem Laden, mehr nicht. Mehr könnt ihr nicht entscheiden. Und aus welchem Laden? Aldi, Rewe oder wie sie alle heißen. Mehr könnt ihr nicht entscheiden. Über die Gesundheit, die Haltungsstufen könnt ihr kein Wort mehr mitreden oder welche Medikamente da verwendet werden. Hauptsache billig. So lange geht es euch noch gut. Aber dann wird es schwierig.
Hallo in die Runde. Ich muss noch schnell mal einen Nachtrag machen zu dem Video. Da hat er ja schon wieder zugeschlagen. Der Experte, der selbsternannte Experte und Schauspieler, das lasse ich. Und zwar fühle ich mich diesmal selber ein bisschen angepisst, denn ich habe auch Geflügel zu Hause. Gänse, Hühner. Und da wurde gesagt von ihm, dass die Tiere alle die Schnäbel beschnitten bekommen. Ja, so schnapp ab, damit die sie nicht verletzen können. Das wäre schlimm. Und Schweine hätten nur 0,75 Quadratmeter Platz. Die könnten sich nicht mal in den Boxen umdrehen, die Schwäge denn hinlegen. Ja, wie kommen die denn zum Schlafen und wie kommen die denn an den Troch, wenn die sich nicht bewegen können? Naja. Und das nächste ist denn, Kühe werden auf bestialische Art und Weise enthornt. Von Hornlos hat er nichts gehört. Aber er hat ja recherchiert. Ein halbes Jahr hat er recherchiert. Hat er in dem Interview auch gesagt. Ich setze mal den Link mit unten ran. Dann könnt ihr nochmal nachgucken. Und dann ist er wieder über die komplette Tierwirtschaft hergefallen. Und es gibt nur drei Label, von denen man wirklich was essen könnte. Ich bin auch Biobauer. Also mein Getreide kann man nicht essen, weil ich ja nicht zu diesen drei Firmen da gehöre. Gut. Sehe ich auch manchmal ein. Wenn verpilzt ist, würde ich es selber auch nicht essen wollen. Da hat er schon irgendwie recht. Aber das Fleisch, was von anderen Herstellern kommt oder von anderen Produzenten kommt, wäre giftig. Wieder dieses Pauschalisieren über die ganze Landwirtschaft verbreitet. Alles andere wäre giftig. Nur diese drei Label wären interessant zum Essen. Und dann hat er sich wieder über Milch ausgelassen. Das sind alles solche Dinge. Ich war jedenfalls schon beim Amtsgericht und habe mal nachgefragt, wie es aussieht. Anzeige oder eine Klage. Demnächst passiert es auch. Und ich möchte raten, dass alle, die sich, guckt euch das an, die sich da angesprochen fühlen als Landwirte, geht zum Amtsgericht, macht eine Anzeige oder eine Klage gegen diesen Herrn. Solche Typen müssen hier die Hände gebunden werden. Das kann nicht sein, dass einer nur Lügen verbreitet, nur um sein Buch zu verkaufen. Das geht nicht. Da sind keine Fakten bei, die überhaupt stimmen. Und das kann nicht sein. Ne? Alles klar, der Bauer aus der Mark.